So, da sind wir wieder bei Trine. Wir sind immer noch auf der Jagd nach Erfahrungspunkten. Und inzwischen, ja, müssen wir im Fangle, im Fängelwald, oder wie man das ausspricht, angekommen sein. Oh, da fehlt uns sogar nur eine einzige, Viole Erfahrung. Finde ich ganz nett. Da müssen wir da auch nicht so ewig lange rumrennen. Naja doch, es könnte schon sein. Tatsächlich, es ist wirklich nur eine einzige Fiole. Ich hoffe mal, dass ich die finde. Wäre sehr ärgerlich, wenn nicht. Erstmal hier hoch, hier rüber, hier rüber, hier hoch, hier rüber, hier rüber. Und hier runter. Hammer Time. So, lass mich hoch, lass mich hoch. Lass mich mal ganz weit hoch. Ja, lass mich mal. Doch, lass mich nochmal darüber. Da ist nichts. Okay. Flick, flick. Oh, tolles Teil. Ganz tolles Mistteil. Viel zu viele Gegner. Viel zu viele Gegner. Oh Gott. Oh, so eine Scheiße. Das war gar nichts. Komm schon. So. Schon besser. Jetzt. Jetzt her mit dem Teil. Hoch und hoppa. Hui. Und jetzt mal auf die Suche machen. Wo ist die Erfahrung? Wo ist sie? 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 Hast du sie versteckt? Komm her. Ah ja, hier muss ich irgendwie irgendwas schaltermäßig drücken. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aua. Lass mich mal fliegen. Ah, nicht runterfallen. Ach, diese Flugplattform treibt mich noch in den Wahnsinn. Weil sie so mal leicht kippt. Wow, jetzt hätte ich nicht mal diesen Rückflug fast geschafft. Hier hoch, hier rüber, hier hoch und hier hoch. So! Wo steckt die Erfahrung? Such, 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 such. Ah, ganz viele Fledermäuse. Igitt. Wo ist sie? Ist sie vielleicht irgendwo hier unten? Moment, werde ich mich gleich umschauen. Ich würde mich gerne... Ist da ein Speicherpunkt? Nein, da ist keiner. Verdammt. Ist hier unten noch was? Liegt sie vielleicht hier? Hier war ich zwar schon mal, das weiß ich noch. Aber vielleicht habe ich es ja doch übersehen. Sieht jetzt aber nicht gerade so danach aus. Dafür ist es mir da unten zu wenig grün. Und ich würde sagen, ich gucke mich einfach mal weiter um. Irgendwo wird sie schon sein. Hoppa. Und hoppa. Es ist nur saublöd, dass ich meine Diebin gerade nicht habe. Das macht diese Sache hier gerade nämlich ein bisschen schwieriger. Ganz ruhig, Junge. Nicht kippen. Ganz ruhig. So ist schön, so ist schön, so ist schön, so ist schön, du alter Sack. Speicherpunkt. Diebin zurück. Und weiter auf der Suche nach ein bisschen Erfahrung für meine bedarften Helden. Für meine Helden. Ja, ja, oder so. Hier hoch. Ist da was? Da ist was, aber keine Erfahrung. Und tschüss, Jungs. Opa, warum verletze ich mich denn da? Ich dachte, ich würde mich verletzen, weil ich an die Plattform knalle. Nein, das liegt an den ätzenden Fledermäusen, die jetzt aber auch gerne mal verschwinden dürfen. Jungs, das reicht. Wirklich, 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 wirklich. Ist ja langsam mal gut hier, ne? So? Oh Gott. Sehr überlegt gehandelt. Wunderschön. Wo ist die Erfahrung? Ist sie hier? Moment, ist das schon das Ende des Levels? Verdammt. Das war nix. Ich habe nichts gefunden. Ja, das ist auch noch gar nicht das Ende. Sah jetzt nur so aus. Okay. Hätte mich auch gewundert, das wäre jetzt ein sehr kurzes Level gewesen. Da gab es zwar ein paar kürzere, aber so kurz war dann, glaube ich, doch nichts dabei.
Ja, die Fiole ist in der Karte, nicht in den Gegnern. Also kann ich hier auch gepflegt dran vorbeirennen. Bringt ja doch nichts. Oh, Jungs. Dich noch und dich noch und bla 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 bla. Hier ist der Schalter, den brauche ich, okay. Und da unten ist jede Menge Wasser. Vielleicht ist da unten ja ein Geheimnis zu finden mit Erfahrungspunkten. Wer weiß. Runter? Nein, hier auf... Oh Gott, auf keinen Fall hier runter. Hier ist es mir zu stachelig. Das war ein vollkommen bescheuerter Sprung. Und hier oben ist nix. Da unten, da komme ich jetzt hin. Genau. Sieht aber auch irgendwie... Na, was ist das hier? Wasser. Ein Tümpel. Ein Tümpel. Okay, ich guck mal rein. Vielleicht da unten. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch eher nicht. Wo ist die Erfahrung? Da geht's hoch. Da geht's weiter, glaube ich. Ah, okay, da wäre ich eh hingekommen. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Genau, da unten komme ich zu einem Schatz und zu jeder Menge Erfahrung. Aber die habe ich schon gesammelt. Genau, das ist die hier. Oder ist da noch eine Erfahrungsladung übrig? Komm, oh, Junge. Raus da. Sehr schön. Nee, da scheint nichts zu sein. Geht's da nach links? Nein. Wenn ich da weiter nach rechts gehe, wo komme ich an? Im Nirgendwo. Okay. Also heißt es nach links und hoch. Links, 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 links. Und hoppa. Und hoppa. So. Da fliege ich auch gerne drüber. Erspart mir ein bisschen Stress. Und dich schieß ich. Pfeile bringen ja nur auf dem Rücken was. Machen wir das lieber mal im Nahkampf. Ist dann doch einfacher. So, jetzt hier hoch. Nützt deine Planke was? Ich glaube nicht so richtig. Hinfort! Nehmen wir zwei Kisten. Eins, zwei. Hupdadup, so. Ah, was ist hier in den Bäumen? Bäumen, Bäumen, Bäumen? Warum kann ich da denn... Da kann ich doch hoch, okay. Sieht aber nicht so aus, als wäre da was. Oder mag sich da vielleicht die Erfahrung verstecken? Es sieht halt wirklich nicht danach aus. Aber gucken wir gerade nochmal rein. Hier ist nichts, nein. Nö, sieht wirklich nicht danach aus. Oh, traumhaft schön. Der Regenbogen. Der Regenbogen. Es ist ein Regenbogen. Hoppa. Nee, jetzt komm. Gib mir mal den Ritter. Meine Diebin verreckt hier, ja. Hier hoch und vielleicht mal so eine Planke. Und hier hoch. Und da lang. Und da runter. Was ist hier noch? Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen, genau. Ah, machen wir mal diesen da. Effektivste Variante. Oh, shit. Ich hab sie. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Meine Erfahrung. Tötet mich. Forest Master. Zumindest habe ich jetzt alles gefunden. Muss jetzt nur noch irgendwie hier überleben. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Ups. Ja, etwa 2000 Kilometer früher steigen wir wieder ein ins Spiel. Am Checkpoint. Und erleben nochmal diesen wunderschönen Wasserfall. Ha, ist er nicht traumhaft? Ich will hier weg. Komm. Lass mich hier weg. Bitte, 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 bitte. Hupa. Achso, das war ja die Stelle. Nein, 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 nein. Nicht nochmal. Wirklich nicht. So. Ja. Das ist schon besser. Hupa. Und hupa. Und lass mich da drüber. Und geschafft. Jetzt nur noch. Ich bin durch den Boden gefallen. Scheiße.
Komm, einmal ein Viereck zeichnen. Das Schönste, das du je in deinem Leben gezeichnet hast. So, und jetzt, das ist das Ende. Genau, die Baumstümpfe und keine Gegner mehr. Pilze und ein relativ idyllisches Licht. Und wir machen uns weiter durch den Wald. Die Nacht brach sehr schnell herein. Eingeleitet durch die Macht. Was fehlt hier? Zwei Fiolen. Vielleicht finden wir sie. Probieren wir es mal. Ah, das ist wieder eins von den Leveln, okay. Ich darf jetzt also wieder schön alles entzünden, damit ich überhaupt was sehen kann. Unheimlich lustig. Unheimlich lustig, absolut. So, Feuerpfeile. Das geht wesentlich schneller. Junge! Ich hab gesagt, das geht schnell. Was zeichne ich denn da gerade? Komm, eins, zwei, einer reicht auch. Super, meine Diebin hat jetzt schon keinen Mana mehr, kann sich hier was holen. Opa. Feuerpfeil, wenn es geht. Dankeschön. Und wo ist meine Erfahrung? Oh, es darf nicht wahr sein. Viel zu viele Gegner. Hier nochmal hoch. Hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Und tschüss. Ihr könnt mich alle mal. Hoppa. Das hier ist alles Sumpf. Das heißt, da werde ich nicht glücklich. Zum Glück leuchten die Erfahrungsfiolen ja auch gut, gerade in der Dunkelheit. Da ja, kann ich die eigentlich nicht übersehen. Wenn ich mich nicht allzu dämlich anstelle. Also im Idealfall, sagen wir es mal so. Hoppa. Hammer Time. Nochmal ein bisschen Flammenzeugs. Komm schon. Mach sie platt. Holt euch euer Mana. Und lasst mich darüber. Oder lasst mich einfach sterben. Ist noch schöner. Ja, wunderschön. Hupp-di-dupp. Da oben ist nix. Hier sind jede Menge Gegner und die Möglichkeit, mich wiederzubeleben. So. Und was haben wir da? Ah ja, genau. Wir haben hier ein komisches Ding, das wir wegschießen, damit es hier... damit hier richtig die Party geht. Feuer! Wunderschön. Weiter geht's, wenn ich da irgendwie durchkomme. Dankeschön. Wo ist die Erfahrung? Da oben ist sie nicht. Sind das die bösen Fallendinger? Nein, ich muss sie betätigen. Doch, da ist irgendwas, ein Monster gekommen. Üble Sache. Was? Mit einem... Das Vieh ist mit einem Schlag tot. Mit einem einzigen Treffer. Gibt das Ding den Geist auf? Das ist ja schon echt ein bisschen erbärmlich. Hi. Hi, Tür. Kommt hier noch was? Da kommt noch was. Ah ja, genau, das ist jetzt dieses Minenartige mit den Spinnen. Vielleicht auch mit ein paar Erfahrungspunkten. Das wäre mal cool. Hopp und hopp und hopp und Licht. Spinne, Spinne. Noch eine Spinne. Hoch. Nee, da ist nichts mehr. Lass mich da hoch. Geht nicht, weil das komische Steinbolzen sind. Aber hier geht's lang. Speicherpunkt, Licht an, Lichtschalter aktiviert. Lass mich da hoch, da hinten ist eine Truhe. Die habe ich aber schon geplündert, ouch. Ja, dumme Idee, dumme Idee, dumme Idee. Hupdidup. Ja. Ich würde mal sagen, oh je. Hier ist immer noch nichts. Und ich hoffe mal, dass ich bald noch was finde, sonst finde ich nämlich bald nichts. Hier rüber und hier rüber und Schuss und Tod und Blag. Gut. Erfahrung, Erfahrung? Nein. Keine Erfahrung für mich. Am Ende sehr die schade. Dunkelheit nach
Und unsere Helden waren erleichtert. Die Ruinen der Verstorbenen. Was fehlt hier? Oh, dies sind schon wieder so ein Ding. Ruinen. Drei Erfahrungsfiguren. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in den letzten Jahren hier war. Direkt da links ist eine, aber die habe ich schon. Er würde so etwas verlassen. Es ist wunderschön. Es ist so wunderschön hier. So traumhaft schön. Yay. Weg mit dir. Weg mit dir. Bams, wow. wie komme ich da am besten hoch? Mit ordentlich... Moment. Mit ordentlich Anlauf. So und so. Jawohl, ja. Und nicht so. Ganz dumme Idee. Eher so. Hier rüber bringt mir nichts. Das hatten wir schon mal. Also ab ins Wasser und ein bisschen baden. Hallo, hallo. Ja. Ja. Hier ist auch nichts. Wundertoll. Eine Wundertüte voll gar nichts. Speicherpunkt. Ich will aber Erfahrungspunkte und nicht Speicherpunkte. Wasserminen, aber da ist nichts. Oder kann ich... Moment, da rechts kann ich hoch. Habe ich hier schon meinen Zauber? Mein Flugzauber. Ich bin mir gerade immer noch unsicher. Weil falls nicht, könnte es sein, dass hier immer noch Sachen sind, bei denen ich mir gedacht habe, nö, erst wenn ich fliegen kann. Upp, da du. Hallo. Komm mal her. So. Ah nein, ich wollte doch nicht mein Ding in die Luft jagen. Spring mal da drauf. Flieg mal da hoch. Stirb mal nicht. Uppdidupp. Ah ja, die Truhe. Okay. Warte, da... Geht's da noch höher? Geheimnis im Geheimnis? Ich glaube nicht. Wow, Moment. Das ist ja, sieht ja aus wie das Ende der Welt. Das Ende des Levels. Ich baue mir da mal einen kleinen Turm hin. Weil ich gerade auf Erkundungsdrang... ja. Weil ich gerade Erkundungsdrang habe. Wow, blöd. Blöd! Blöd, 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 blöd. Moment. Komm, lass mal hier... Geh mal weg. Bau mal hier eine Plattform. Bau halt keine Plattform, du Mistteil. Ja, ich meine dich, Magier. Wäre lieb, wenn du nicht runterfällst und trotzdem halbwegs deinen Arsch da nach oben kriegst. Nee, es geht nicht, da ist das Level echt zu Ende. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir hier schon alles und gehen mal durch die Minen durch. Autsch, wieder schön reingehauen. Hier nach Erfahrunghausen vielleicht. Da links oben war was. Ja, aber das habe ich mir auch geholt. Daran erinnere ich mich noch ebenfalls sehr deutlich. Ja, hier konnten wir definitiv noch nicht fliegen, weil diese beschissenen Rätseldinger hier hätte ich sonst nicht so negativ in Erinnerung. Moment, was ist da? Ja, ich muss da erstmal dran. Da links ist ein blauer Trank. Gibt's da noch mehr irgendwo? Sieht jetzt nicht direkt danach aus. Aber wer weiß. Ich will da gerne mal hoch. Nee, ich glaube, da ist wirklich nur der blaue Trank. Aber ich würde trotzdem hier gerne mal rüber, ohne zu sterben. Dankeschön. Und ja, ist gut. Ist gut, ist gut. Gebt mal Ruhe. Da ist keine Erfahrung mehr. Okay. Hi. Hier ist ein Speicherpunkt. Hier geht's raus. In den Sumpf. Ja, da geht's weiter. Und hier geht's runter. So sieht's aus. Moment, die Truhe muss ich irgendwie... Wie komme ich denn da? Ah, Moment. Da oben. Upp. Rein damit. Sehr schön. Das zieht das Ganze ein bisschen nach unten und wir können uns da umschauen. Sofern es da noch etwas geben möge, tut es nämlich offenbar nicht. Schade. Hupa, hupa, so. Nein, nein! So sieht's aus. Wartet hier noch irgendwo Erfahrung auf uns? Ich kann's ehrlich gesagt nur hoffen. Na, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, das sieht schon besser aus. Wenn wir da nicht direkt reinfallen.
Komm, ich häng mich hier mal dran. Ich guck mal hier unten nach. Nö. Wirklich nur böse Fallen. Alles klar. Lass mich hier hoch, lass mich hier hoch, lass mich hier rüber. Da links! Da links! Das ist, glaube ich, was ich... Moment, nein, da bin ich sogar noch hochgekommen. Oder? Ja. Verdammt, ich dachte, das wäre eine der Stellen, wo ich mir ganz fest gesagt habe, erst wenn ich fliegen kann. Offenbar nicht. Das hier ist dieser Duellraum. Ja. Aus dem ich nicht mal rausfliegen kann, obwohl ich theoretisch rausfliegen kann. Warum kann ich hier nicht raus? Egal, wir machen das mit dem Hammer. Denn wir sind ja auch der Hammer. Kommt, Jungs. Ja, mit ein bisschen Spezialkraft gelingt das dann auch. Und ein Speicherpunkt. Und ich fliege da mal hoch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da links ist mein Aussichtsturm. Oder gar nicht mal? Nee, gar nicht mal. Noch nicht. Nichtsdestotrotz würde ich hier gerne rüberfliegen. Vielleicht auch mit Cheater-Plattform. Ah, nicht ganz, aber mit Hilfsplattform. Das war ordentlich daneben. Da sind zwei Erfahrungsfiolen. Wow, die sind nur nicht zu sehen. Ja, da hilft mir die Nachtsicht in den dunklen Leveln natürlich auch nichts, wenn ich die nicht sehe. Scheiß auf die letzte Fiole, würde ich gerade mal sagen. Wenn ich die jetzt nicht direkt finde. Das ist nämlich schon stressig genug. Komm, lass mich da mal hoch. Lass mich... Oh. Lass mich da hoch. Ja, lass mich... Och, komm. Lass mich hier hoch. Lass mich da hoch. Und drück. Yay! Wow. Ah, ja, ja, die Bootstour, ne? Super Sache. Moment. Ich dachte eben, ich hätte ganz deutlich im Wasser die letzte Fiole gesehen. Ich schätze mal, ich habe mich geirrt. Wäre ja echt peinlich. Ist hier noch was? Nö. Sieht nicht wirklich danach aus. Dann würde ich mal sagen, haben wir das Level auch hinter uns gebracht. Wubididu. Oder auch noch nicht. Da wartet ja noch ein fettes Vieh auf uns. Hi. Du tot. Da kann man hoch. Genau, da sind Kisten. Da geht's ja wieder runter. Da geht's hoch? Ah, nee, Quatsch. Da muss ich ja hoch. Da unten sind ja Stacheln. Da sollte ich vielleicht irgendwie hoch. Vielleicht auch irgendwie so, dass meine Diebin dabei nicht schon beim Versuch stirbt. Genau. Und was haben wir hier noch? Ein bisschen Sumpf. Eine wunderschöne Hintergrundfassade. Keine Erfahrung hier am Boden. Sehr schade. Ziemlich dummes Gameplay von mir gerade. Und ansonsten geht's hier lang. Schuss, Schuss wäre schön. Nein. Heute gibt's nur Tod. Tod und Verderben. Ist hier noch was? Nein. Ah, nur Sumpf. Moment, ist hier wirklich nichts? Geh mal weg. Planke. Danke. Große Energiefiole, aber sonst ist da offenbar echt nichts. So, du schöne, wundertolle Plattform, bring mich bitte mal da hoch. Und tschüss. So. Ist hier vielleicht noch so eine Art geheimer Eingang? Bams, nein, auch nicht. Schade. Sehr schade auch, dass ich keine Diebin habe. Die hätte ich nämlich gerne wieder. Das vereinfacht die Sache doch relativ extrem. Und ich glaube, da ist meine geheime... Nein, immer noch nicht. Meine Aussichtsplattform. Gleich sind wir wieder da. Aber noch nicht. Noch habe ich die Chance, ein paar Erfahrungspunkte zu finden. Weil die Plattform ist dann, glaube ich, wirklich direkt am Ende des Levels. Hupidiup. Machen wir das mal wieder mit einem... Ah, komm schon. So. Ja. Mit einem schönen Dreieck, aber ich muss schon sagen, also der erkennt eigentlich ganz gut, was man zeichnen will. Manchmal hat er halt ein paar kleinere Probleme und ich will gerade mal gucken, da rechts noch was ist. Ja, da rechts ist eine Truhe. Die haben wir aber auch schon. Und
Das war's. Ja. Da ist... Ist hier noch was? Da oben? Irgendwo versteckt? Nö? Okay. Habe ich jetzt die Plattform komplett übersehen? Ich fürchte ja. Naja, wir sammeln einfach mal weiter Erfahrungspunkte.